Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen und höchstwahrscheinlich auch vorerst mal letzten Folge von Let's Fight DayZ. Und wir sind auch ganz betröppelt darüber, dass wir das Ganze jetzt irgendwie beenden müssen. Aber es ist jetzt einfach an der Zeit, dass wir sagen, hier ist es einfach ein Schlussstrich zu ziehen. Und wir sind hier auch, also ich bin in Elektro, ich habe kein Blut mehr. Der Dominik leckt irgendwo in der Gegend rum. Keiner weiß, Wo was bist los du ist. bei der Feuerwache oder Nee, was? aber da renne ich jetzt einfach hin. Und wir Ja, wollen komm mit, ich komm auch einfach mit. so lange überleben, wie wir können. Und hier, da Und ist so das viel erschießen, wie Krankenhaus. wir Und ich wollen. habe hier auch die Gamma hochgekrankt. Und deswegen wird hier auch erstmal die Gamma wieder runtergekrankt. Dead speaking. Nein, wir wollen einfach nur gucken, wenn wir jetzt gestorben sind. Dann war das die allerletzte Folge, Let's Fight. Und deswegen, ja, lasst es uns machen. Ich gehe jetzt in die Kirche rein, ohne Rücksicht auf Willst Verluste. noch mal kurz Beichte ablegen, bevor wir jetzt loslegen oder was? Da ist auch die Fire Station schon. Erstmal eine leere Flasche aufnehmen. Let's fight. Ja, da ist auch nichts los hier. Schön mit der AK unterwegs, können wir auch mal durchladen eigentlich. Ich habe zwar schon 30 Schuss gehabt, Also ich aber. bin in der Fire Station, übertreib's nicht gleich, wenn In du der Fire reinrennst. Station in Elektro? Ja. Ah ja, wir sind zusammen nach Elektro gegangen, klar. Ich war noch irgendwie auf dem Sniper-Hügel sogar oben. Was, auf dem Sniper-Hügel? Dann bist Na, du, ich. da bist du doch bei der Factory. Nicht Ja, aber bei. das ist auch eine Fire Station, Ja, oder? aber ich bin bei der Fire Station Elektro. Ach so. Und wir lassen hier natürlich nichts aus. Ich mache hier die Bait und wenn der Dominik was hört, dann muss er Dann hin geht's und ich muss rund. ihn Aber irgendwie nichts mehr zu aufschlitzen essen, mit also dem das sollte uns Jagdmesser. jetzt. Und hier ist gar nichts los. Ich stehe hier einfach auf der Straße, da sind keine Zombies, Ach, da sei ist gar still, da nichts. muss irgendjemand sein. Da liegt ein Backpack rum. Wir haben eben 3 Stunden lang nach einem Backpack gesucht. Da ist zu. Was? Wo ich bin? Alles zugebunkert. Also wir können es Pussis. einfach so machen. Wenn wir jetzt hier niemanden finden, und das ist ja unsere letzte Folge, Dann finden wir uns gegenseitig. dann machen wir jetzt einfach ein Deathmatch zu Wie viel Blut zweit in hast du noch? Elektro. Bitte was? Wie viel Blut du noch hast? Fast nichts mehr. Okay, ich auch nicht. Na, jetzt warten wir erstmal. Jetzt gucken wir erstmal, würde ich Oh, sagen. what the fuck? Wo Kein bist du Loot? denn? Ja, nee, das werde ich Nee, dir jetzt bestimmt noch nicht sagen, das also. Deathmatch hat noch nicht begonnen. Ach Ich würde so. jetzt erstmal sagen, wir gucken jetzt und gucken einfach vielleicht. Ich meine, Sollen wir uns hallo. vielleicht auch erstmal mit Blut versorgen? Ja, dann Ich lass höre doch was hier. rumrennen. Bist du im Office? Ja. Okay, dann lass uns doch mal hier zur Dings gehen. Da ist Was? Nee, Krankenhaus. wobei im Office? Ja. Nee, ich bin im hier. Ich laufe von der Fire Station weg zur anderen. Wenn du mich ab. Ja, Schuss von dir? Warst du das etwa? Du Sack, Alter! Ich mach da keine Gefangenen, ey. Du bist tot. Ja, selber schuld, Mann. Du bist so selber schuld, ey. Konntest Ah du? ja, bist du im Alter, Office? ich dachte, du Nein. bist im ersten Stock, Mann. Ich hab doch nicht gewusst, dass du unten bist. Alter. Na, das ist jetzt natürlich toll. Ach, Ja. Mann, ich hab extra, ich hab die Treppe hochgeguckt und ich dachte, du bist oben und hab die Treppe hochgeschossen, also ins Nichts. Und wollte dir halt einen Schreck einjagen, wollte gerade wieder rausgehen und plötzlich wäre ich erschossen. Das ist ja gerade. Ja. Ich wusste Dann, nicht, dass du unten bist. Ich hab gedacht, du bist oben. Naja. war eine tolle Folge. Was mache ich denn jetzt so lange? Das war's dann mit dem Deathmatch. Bin in Tscherno. Echt? Ich komme zu Ja. Tscherno. Rüste dich aus, bis ich in Tscherno bin, bist Jo, du alles klar, ausgerüstet. auf geht's. Und vor allen Dingen hol dir auch Ja, zwei da habe ich Bloodpacks. viel Einfluss drauf. Da liegt einer. Was meinst du? Was soll ich mir holen? Bloodpacks, bitte. Weil, Pff, klar, möchtest du irgendwie noch einen Cocktail oder so haben? ja, Kann ich vielleicht einen einrichten? Bloodpack-Cocktail. Ah, Tscherno ist so Hm. weit weg, Alter. Ist schon weit Boah. weg. Das ist schon sehr weit weg.
3,5 Kilometer. 3,5 Kilometer. Wollen wir das? Wollen jetzt habe ich aber nur noch halbes Blut. Ist egal. Ich möchte halt jetzt eigentlich halbes nach Elektro. Blut nur noch. Du willst jetzt nach Elektro, Alter. Naja, da sind Leute, mindestens zwei. Da komme ich gerade her, ich bin gerade 20 Minuten hier. Ja, aber wenn wir uns jetzt töten, dann spawnen wir halt in der Warte. Dann ist fertig. Dann ist fertig. Dann ist fertig. Was machen wir dann? Dann beenden wir diese Staffel. Oh, der Blunted Brother wurde bei LDDK El Diablo gekillt. Bestimmt alle in Elektro. Ja, wo bist du denn jetzt eigentlich, wenn ich mal so doof fragen darf? Ich soll dir ein Bloodpack verabreichen. Ja, warte mal. Da bist du doch. Bist du das nicht da mit der Hatchet? Nein. Mit der Hatchet? Nein. Ich hab den Toast gekillt. Sehr gut. I'm coming in. Bist du das? Ja, das bin ich. Lass mich mal kurz nachmunitionieren. Ich mach. Achso, ja, Server Restart ist ja gleich, stimmt ja. Weil dann müssen wir das noch vom Restart durchziehen. Vom Restart noch. Oder wir. Ja, das ist aber noch. Gleich in 20 Sekunden oder so. Ja, okay. Lass uns dann mal einfach irgendwo hin in Scherno weg, weglegen und dann treffen wir uns einfach irgendwo in Scherno. Okay? Also. Wow, Alter. Entschuldigung. Nicht die Maus bewegen. Ja, ja, das muss ich mich doch dran gewöhnen. Ich nehme am besten die Hand weg von der Maus. Ach ja. I like. Also Shift brauchst du nicht drücken, weil Shift macht. Ja, ja, klar, Schluckbenzin. Alter, halt an. Was ist? Rechts. Was ist da rechts? Rechts ist ein ausgebranntes Heliwrack. M4A1. Ach Quatsch. Warte, ich komm zum Auto, ich muss abladen. Da ist noch Morphin drin und. Wo ist denn jetzt das Heliwrack hin? Ja, auf der anderen Seite vielleicht. Ach Scheiße. Voll vorbeigelatscht. Seriously. Ein Bloodbag ist auch im Auto. Ach Quatsch, leck mich am Arsch. Was ist los? Monster Sniper. SVD Camo. Okay. Übelst geil. Das gute russische Scharfschütze. Und die Camo nehme ich dann nochmal an mich. Eine M4A1. Fette Sache. Klar. Ja, gut. Dann können wir eigentlich direkt wieder zurück zum Zelt fahren. Meinst du? Nicht Airfield? Also direkt zurück oder was? Zum Abladen? Hm, will ich schon sagen. Ja, ja! Muss ich eigentlich mit diesem unförmigen Ding fahren? Gar nicht so einfach, das Ding zu steuern. Ja. Die Tür nicht mehr zu, ey Scheiße. Da fuck. Wenn ich mich hier durchnavigieren muss, Mann. Hit it. Hit the road. Können wir mal eine Parade durch die Elektro machen? Ja, machen wir auf jeden Fall auch. Und winken. Also durch Elektro jetzt. Ja, durch Elektro, durch. Den Spaß mit dem Ey! Guck mal, ey! Ja. So. Ja.
Der Troll. Oh, es ruckelt gerade ganz, ganz fürchterlich. Ja, bei mir auch. Ah, oh, scheiße, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Ich bin beschossen worden. Das Auto ist auch im Arsch. Steig aus. Ich weiß, wo der sitzt. Den hole ich mir jetzt. Wo ist der? Wo ist der? In einem Busch. Fahr einfach weiter. Ich sehe ihn leider nicht. Scheiß Gilly-Typ, Mann. Was für eine Pussy, Mann. Nee, wir waren in Elektro, waren wir. Wir sind jetzt nicht in Elektro, wir sind jetzt in Tscherno, oder? Nein, wir sind das erste, wo wir durchgefahren sind, war Tscherno. So ganz logisch, wir sind ja von Westen gekommen. Ah ja, du hast ja recht. Ich hab's auch völlig verpeilt. Warte mal. Ich möchte ein bisschen Action. Ja, ja, ich suche. Ich komm über den Sniper-Hügel nach Tscherno rein. Elektro. Ich seh, ah, der hat mich sofort geholt. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Der ist auf dem Sniper-Hügel. Ah, der Diablo. Wo ist der? Weißt du, wo der auf war? Auf dem Sniper-Hügel vorgelagert, da wo wir immer runtergelaufen sind. Alles klar. Ein Schuss hat der nur gebraucht, Mann. Das ist echt krass, der Typ.